Hallo, Gentlemen. Fangen wir an? Ja, ja. Weitschüsse. Ja, ja. Schussgenauigkeit, bla 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 bla. Hey. Hey. Oh. Hey. Oh. Ich weiß gar nicht, warum ich im Training hier so gut bin. Aber sonst eigentlich nicht. Oh. Oder auch nicht, weil ich gerade wieder voll auf den Mann spiele. An C, immerhin. Oh. Falscher Knopf. Wenn ich schon auf Passen drücke, dann sollst du auch passen, Gabe. Ich meine, Alex. Och man. Es war ein Foul. Und es war auch ein Foul. Ui. Naja, ein B. Also eigentlich gut. War C und B. Na, habe ich nur noch nicht im Kopf, das erste. Das hat immer so lange erste wieder vergessen. So. Ah. Und schwupps sind wir in der Startelf. So einfach geht das. So, 1. April. Langsam sind wir aber am Ende des Ganzen, ne? Ich glaube, wie viel Spieler haben wir noch? 9 oder so? Ja. Gegen Swansea. Mal ein kleines Kellerduellchen. Ich meine, das ist unsere erste Saison. Eigentlich sollte man da nicht also die Erwartung haben, aber naja. Das Spiel sagt halt, erste Saison, du musst schon gut sein in der Premier League und im FA Cup.
Miau. Oh. Ja, Mist. Ich wollte eigentlich erst nochmal passen. Alexander und dann sollte ins Tor geschossen werden. Hat das Spiel aber mal wieder nicht begriffen. Das hat das Spiel begriffen. Chance verpasst, ja, wow. Boah, ist der ausgerutscht auf den nassen Rasen oder was? Ja, typisches Aprilwetter, wie man hier gerade sieht, ne? Es regnet und regnet. Und regnet. So ein bisschen Schnee würde man dem Ganzen auch noch gut tun. Wobei man sagen muss, dass eigentlich in diesem Jahr, also 2017, in dem das Ganze hier auch spielt gerade, das Wetter im April eigentlich schon ganz gut war. Es hat ja schon angefangen, wärmer zu werden. Hier England, dementsprechend ja, regnet. Boah. So, Glück gehabt. Nichts passiert. Für Halbzeit, Nachspielzeit, meine ich. Für Halbzeit. Und jetzt sagst du nicht nachlassen, positiv. Alles klar. Also. Hui. Mal kurz das Trainerfeedback durchlesen. Deine Pässe nach vorne sind exzellent. Mit solch harten, präzisen Kurzpässen fällt es uns leicht, den Ballbesitz zu verteidigen. Ja. Ist nicht viel, was da steht, aber das, was da steht, sagt schon mal, wir sind auf einem guten Weg. Ja gut, der war aber auch ungünstig. Ja, toll abgefangen, aber trotzdem war.
Aber man braucht keine 8-0er Bewertung in dem Game. Ist ja nur Luxus. Und manchmal auch nicht zu schaffen. Na, Game? Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 52 Minuten. Jetzt fängt es an zu ruckeln. Hallo? Play drücken einfach, damit es eine kleine Pause macht. Vielleicht auch mal was trinken. Ne, dann machen wir weiter. Gut. Nichts mehr trinken. Muss man nur wieder so oft auf Klo. Wow. Ich denke mal aber nicht, dass ich 3 Stunden aufnehme. Ich werde wahrscheinlich heute nur 2 Stunden aufnehmen. Vielleicht mache ich in der Woche nochmal 1 Stunde. Mal gucken. Also, gut, wir haben jetzt Mittwoch. Das ist ja in der Woche, aber. Also, wenn ich aufnehme, ist für mich Mittwoch. Also man merkt schon, das Spiel ist so ein bisschen performance hungrig. Ich weiß nicht, ob es auch immer, ob es wirklich immer an dem Game liegt oder manchmal wirklich an dem Laptop. Auch hier eine Sache, im nächsten Jahr, also 2018, werde ich so ein bisschen umräumen bei mir hier im Zimmer. So dass, und dann wird auch mein PC mal wieder, der funktioniert ja seit Januar nicht. Kriegt er also eine Grafikkarte rein, eine neue, die ich ja schon seit Ewigkeiten rumzuliegen habe, die bloß noch nicht eingebaut ist. Und dann geht's rund. Also der endlich rund, dass dann hoffentlich auch erstens der PC wieder rund läuft. Und zweitens, mal gucken, ob ich da dann auch mal Windows 10 drauf laufen lassen kann. Ich gehe aber schon mal von aus, dass es dann klappt. Im Gegensatz, was sonst ja nie geklappt hat. Ah, Mist. Weil ich nämlich dann auf einmal irgendwie Soundprobleme hatte mit dem Headset. Zwei Minuten Nachspielzeit. Und die sind auch schon vorbei. Und das ist ja nur das eine der Rechner, sonst wird hier mal ein Räumchen etwas umgebaut, umgestaltet. Und mal gucken, damit es ein bisschen ordentlicher hier auch wieder aussieht. Hier herrscht nämlich das Chaos, auch wenn ihr es nicht sieht. Ja. Weiter geht's. Na, gleich das nächste Spiel, 4. April gegen Hall. Ja. Je mehr Spiele, umso schneller ist es vorbei. City. Leute, die Trikotauswahl ist auch wieder nicht so Bombe. Ja.
Solltet ihr vielleicht mal ein bisschen besser machen, liebes Electronic Arts. Weil die einen haben orangene, die anderen haben so rote Trikots. Ist nicht immer so Bombe. Vor allem ist das auch für Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, schon nicht Bombe, weil ja auch der Rasen noch grün ist. Naja, Gott, das ist. Gut, dass der Rasen grün ist, ist normal, aber. Ist halt nicht schön. Weil für Leute mit rot-grünen Schwäche ist hier gerade alles nur grau, glaube ich. Wie gesagt, ich glaub's nur, ich weiß es ja nicht genau, weil ich habe ja keine rot-grünen Schwäche. Aber es ist halt schon ein bisschen ungünstig. Das liegt aber auch daran, weil also das Spiel sagt ja, dass Hull City schwarze Trikots hat. Sieht man anhand der Grafik oben rechts. Ne, da sind ja so kleine, weiß genau, farbige Striche links und rechts. Und das sagt eigentlich nur die Trikotfarben an. Das heißt bei uns rot, beim Gegner schwarz. Würde ich so nicht unterstreichen. Weil das ist ja orange-schwarz gestreift und ja, etwas ungünstig. Also normalerweise würden die von der Premier League solch eine Ansetzung mit solchen Trikotfarben gar nicht erst zulassen, weil es einfach zu schwierig ist, auseinanderzuhalten. Ja, der war gut, aber nicht perfekt. Ja. Das ist manchmal wirklich Konzentration pur hier. Man sitzt hier dann so am Rechner, denkt, ja, es ist ja nur so ein kleines Spielchen, was man macht. Ist es aber nicht. Es ist das Spiel des Lebens. Thomas. Mit dem Passspiel hat man es auch wieder gezeigt, dass es geht.